Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video in der MIMO Program Serie. Ich bin CJK von meetmigo.org und in diesem Video zeige ich euch das Programm Panorama. Panorama wurde direkt von Nokia entwickelt, ist dementsprechend im Ovi Store erhältlich. Und mit Panorama kann man, wie der Name schon sagt, wunderschöne Panoramabilder erstellen mit der integrierten Kamera vom N900. Das geht sehr, sehr gut von der Hand. Wenn die Kamera nicht geöffnet ist, soll man sie jetzt öffnen. Logisch. Und dann soll man den Kameraknopf drücken, um das Ganze zu starten. Das kann man jetzt so vor der Kamera schlecht machen. Ich erzähle einfach, was passiert. Also man drückt den Kameraknopf, der macht das erste Bild, das wird dann hier unten angezeigt und halbtransparent auf dem großen Screen. Dann soll man das N900 im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn weiterdrehen, wird dann hier unten schön angezeigt, wie man es dreht, und in dem Moment, wo dann der richtige Ausschnitt angezeigt wird, vibriert das N900 kurz und macht dann das nächste Bild. Hier rechts kann man noch die Hilfe anzeigen lassen, sprich wie man das Ganze steuert. Von Nokia entwickelt, kann man im About Screen anzeigen lassen, und in den Einstellungen kann man die Bilderauflösung ändern, mit der die Fotos gemacht werden, dann ob automatisch fokussiert wird, welche Bilder gespeichert werden sollen und in welchem Ordner. Dann kann man sich die bereits geschossenen Bilder anschauen. Das ist auch sehr schön gemacht. Praktisch eine Art eigener Bildviewer. Hier kann man sehen, dass einmal die Bilder gespeichert werden, die noch nicht bearbeitet wurden, also hier zum Beispiel schräg nach unten gehen, und auch die Bilder, die bereits bearbeitet wurden. Das macht er aber alles automatisch. Man kann näher ranscrollen, sieht hier eine kleine Miniaturansicht von dem Panorama und kann dann auch, ich scroll wieder etwas raus, kann dann auch in der ganzen Breite sich das Bild anschauen. Das funktioniert wirklich sehr, sehr flüssig. Ich würde diesen Viewer, diesen Bildbetrachter, auch dem integrierten Bildbetrachter vom N900 vorziehen, jedenfalls für diese Panoramas. Zurück kann man sich noch andere, die bereits geschossenen Panoramas anschauen. Das geht also absolut in die Breite, wie man sehen kann, und eine absolut flüssige Darstellung. Hier eine Übersicht über alle geschossenen Bilder. Und natürlich kann man es wie im normalen Bildbetrachter auch gleich auf Twitter, Facebook oder sonst was alles hochladen, wegschmeißen. Hier kommt man wieder in die Hilfe rein, in die Einstellungen hier rechts und hier wieder in dem Panorama-Erstellen-Screen, also wo man dann das Panorama schießen kann, die Bilder schießen kann. Ja, das war's zu Panorama. Sehr, sehr empfehlenswert. Also wenn ihr das noch nicht getan habt, unbedingt ab in den Ovi Store. Den Link packe ich nochmal in die Videobeschreibung rein. Unbedingt runterladen. Es ist kostenlos. Es macht wunderschöne Bilder. Und es ist wirklich absolut empfehlenswert. Ja, das war's schon zu Panorama. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert diesen Channel, das ist der offizielle meetmigo.org Channel, und bis zum nächsten Video.